Was zuletzt geschah? Zinus? Hier unten! Ah, oh, ah! Hier. Hallo, Zinus. Hallo, Zinus. Wir sind hier. Guck mal, darf ich dir vorstellen? Mein neuer bester Freund, Hans Jolo. Servus. Guten Tag, Hans Jolo. Schön, Sie kennen Grußformel abspielen. Es gibt hier jemanden, der heißt Gaia. Der wurde ja jetzt umgebracht. Das große Problem ist halt, wenn man sowas umbringt, gerade mit viel Macht, dieses Ding, wenn es explodiert, dann splittert halt auch mal was. Und diese ganzen Splitter sind jetzt gerade dabei, die komplette Welt zu verseuchen. So, wo hast du uns hier hingebracht? Schnemmerweit. Hans Jolo, weshalb? Das sagst du seit einer Viertelstunde. Ja, ich park doch nicht da vorne, weißt du, wie die Preise da sind? Welche Preise? Ja, die Parkpreise. Wenn da eine Politesse vorbeikommt, dann ist das Raumschiff aber sofort weg oder das andere Zeug. Au! Und deshalb hast du dort hinten parkiert? Ganz ja, natürlich. Lol. Ich war hier schon mal. Weshalb? Warum? Ja, ich hab hier mal ein bisschen was hergeschmuggelt, gell? Oh, was denn? Ja, so also gefährliches aussehendes Zeug, Weltherrschaftszeug und so. Stand auf der Kiste drauf. Weltherrschaftszeug? Ha, ja klar. Warum bringst du das denn einfach dahin? Wie, ja klar, warum bringst du das dahin? Ja, ich hab euch doch auch erbracht. Geld ist alles. Okay. Ja. Das ist auch eine gute Ansicht. Ja gut, dann führ uns mal zu der wenn Fabrik. Wenn ich dir Geld geben würde, damit du dich von der Schlange beißen lässt, würdest du machen? Ja, das würde ich sofort machen. Ja, auf jeden Fall Gesundheit. Immer wenn ich Geld höre, muss ich niesen, das ist schlimm. Lol, kennst du, Zinus, kennst du noch Mr. Krabs? Der war auch so. Guck mal hier vorne. WTF. Ist das das? Was ist das? Das ist's, genau. Aber ich kann da nicht mit rein, gell? Was zum Teufel? Wieso ist dort vorne ein Turm eingebrochen? Lol. Ist vielleicht einer der Gründe. Hauptquartier. Was? Krass. Zinus, kommst du da hoch? Heftig. Warte, ich helf dir. Ich meine, du hast ja jetzt dein Röhrle von mir gekriegt. Ja, gell, vielen Dank nochmal. Das kommt mit auf die Rechnung, gell? Super. Jetzt aber ganz kurz, wie werde ich denn jetzt eigentlich bezahlt? Wann, wo, wie? Ich hätte es gerne. Also du musst uns noch wieder zurückbringen, ne? Also du kannst jetzt nicht einfach abhauen. Ja, klar, aber ich bräuchte ja trotzdem. Ja, aber. Ja, wir haben nichts dabei. Wir können dir das geben, sobald du uns zurückgeflogen hast. Das in die Ding Stadt. Ist nämlich, dort ist die Bank. Wir haben ja die Eiserne Bank und das Geld ist natürlich auf der Bank. Wo soll das denn sonst sein, ne? Ah, das ist natürlich logisch. Ihr könntet immer Geld leihen. Also wir tragen das ja nicht mit uns mit. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Also nicht dabei, das ist halt alles auf der Bank. Hab ich gerade gesagt, wir haben es nicht dabei. Du fliegst uns dann zurück in die Stadt. Ja. Und dann können wir dir das geben. Keine Sorge, wir bezahlen natürlich auch den Parkplatz und den Sprit. Die Eisene Bank bezahlt immer ihre Schulden. Ja. Oh, Vorsicht, das ist gut. Das ist sehr gut, das freut mich sehr. Ja gut, dann wünsche ich euch ein gutes Klingen, gell. Ich gucke, dass ich dann am Fahrzeug ein bisschen kommst hin und her parke. Kommst du jetzt nicht mit? Ja. Nein, das könnt ihr doch komplett vergessen, ich gehe da nicht rein. Aber ich wünsche euch viel Spaß, gell, bis später. Ja, tschüss. Und wir bringen das Geld dann nicht, gell. Verabschiedung. Tschüss. Oh, ja. Und da wollen wir wirklich rein, Sinus. Ja, ich glaube, wir müssen, es bleibt uns nicht viel anderes übrig, ne. Sie hat gesagt, die Wahrsagerin, dass hier drin unsere Drachen sind. Ja, aber guck dir das mal an, Alter. Ja, bis jetzt. Ein bisschen Schiss. Es ist einfach unglaublich groß. Und ich hab nicht nur Schiss, ich hab ein sehr ungutes Gefühl. Mit den ganzen Schlangen an, ey. Das ist echt ein bisschen ungünstig. Aber die Schlangen lassen uns ja in Rühr. In Rühr. Ja, genau. Ich finde gut, dass sie uns in Rühr lassen. Die Frage ist halt, also das ist so ein großes Gelände und weshalb sind hier gar keine Menschen? Hier ist halt nichts los. Also, das sieht ein bisschen verlassen aus. Was steht da? Pateria Lab. Aha. Wo steht das Pateria Lab? Auf dem. Ah, Pateria Lab. Da? Wir sind nicht beim Haupteingang hier, glaube ich, oder? Weil das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist ein. Ist das ein Fahrtdingsbums? Was? Das sieht aus wie eine Kutsche, aber wo sind die Pferde, die es zieht? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das neuer. Er hat ja gesagt, das ist ein Erfinder. Das kann sein. Wir müssen den Haupteingang finden. Wo ist denn der Haupteingang? Weiß ich nicht. Was heißt überhaupt Pateria Lab? Ist das. Das ist der Name von dem? Ist das ein Lab? Ah, hier, vielleicht steht Lab für Labor. Ja, ist möglich. Hier, Pateria Lab. Genau, hier. Oh. Guck mal. Ja. Wieso sind wir nicht gleich drauf gekommen? Hier, komm her, Klim. Ja. Schnell. Ich habe einen Hintereingang gefunden. Guck hier, wo das Lager ist. Hey, hier sind wir doch angekommen.
Ja, ja, wäre super. Wie kommt man hier rein? Kann da nicht hoch genug springen. Ich auch nicht. Durch dieses Ding auch nicht. Das ist ja wahrscheinlich ziemlich klug gebaut. Vielleicht nehmen wir, sollen wir uns einfach einen Baum abbauen und dann da hoch? Ja, ich will das einfach machen. Komm, ich mach hier. Zack, ich baue das kurz ab hier. Mhm. Bisschen Holz. Kann ja immer gut sein, ja, ne? Wir können ja bauen auch. Wir sind ja nicht blöd. Nee, nee. So. Ja, gut, ein bisschen Zack. Vielleicht. So, geil. So, das merkt keiner. Voll die Ottos haben hier einfach. Guck mal da. Ey, Klim. Sinus, der ist ungefähr genauso groß wie du. Ich wollte gerade sagen, das sind alles so kleine. Oh, lass uns verstecken. Die sollen uns nicht sehen. Du darfst nicht so in der Mitte laufen. Oh ja. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Dort hinten ist einer. Hallo? Ey! Warte. Ey, komm mal her. Hey. Hat er was gesagt? Kommt hier hinter. Kommt hier hinter. Okay. Was macht ihr hier? Ihr dürft hier nicht sein. Was macht ihr hier? Wie, wir dürfen hier nicht sein? Wer bist du überhaupt? Mich. Wieso bist du so klein? Man nennt mich nur Raus. Raus? Ich Raus? Ich habe eine Frucht gegessen. Und wir alle hier haben diese Frucht gegessen. Der hat auch eine Frucht gegessen. Nicht so laut. Ja, und? Ja, wir... ihr dürft nicht so laut sein, die Mitarbeiter. Ja. Okay. Wir müssen alle arbeiten hier, damit wir wieder zurückverwandelt werden. Zurückverwandelt? Zurück. Es gibt ein... Wieder groß, meinst du? Gegenmittelgift. Irgend sowas, was... Ich habe auch diese Frucht gegessen. Guck mich an, ich bin genauso klein wie du. Guck mal, ich nicht. Aber du musst weg. Du musst weg. Lauf weg. Du wirst jetzt zum Arbeiten, verdammt. Lauf. Okay, okay. Solange du kannst. Du bist wirklich weg. Wirklich, wirklich. Okay. Geh schon mal. Okay, ja. Pass auf, dein Freund gehört zu ihm. Er gehört zu ihm. Wieso meinst du das? Wie, er gehört zu ihm? Zinus, kommst du? Seine Hand. Okay, folg uns doch. Folg uns einfach. Zinus. Ja, komm mit. Beschützt mich aber. Ja, ich komm schon. Ich hab ein Messer, keine Angst. Zinus, bitte komm her. Okay. So, manchmal ist... Also, du sagst, ihr werdet verwandelt, ne? Und ihr müsst dann arbeiten. Könnt ihr dann auch wieder zurückverwandelt werden? Es gibt ganz, ganz wenige, von denen ich jemals gehört habe. Das hat er doch schon gesagt, dass es sowas gibt. Es gibt wenige. Ja, hast du das Gegengiftmittel, hast du gesagt? Ich war so aufgeregt, deshalb habe ich es vielleicht nicht aufgehört. Ein Gegenmittel? Wo gibt's denn das? Ich bin mir nicht sicher. Es scheint ein Gerücht zu sein, aber es muss hier irgendwo sein. Natürlich in Gebäude. Beep, beep. Oh Gott, was war das denn? Ich hab's dir gesagt. Okay. Ich sag besser nicht zu viel. Was hab ich gesagt? Ich hab gar nichts mitbekommen. Mein Schaltkreis war irgendwie... Ja, ich merk's schon. Weißt du, wo dieses Gebäude liegt? Weißt du, wo das Gebäude liegt? Die meinen Gebäude B positiv. Oh Gott, was ist hier los, ey? Ja, weißt du... Wo ist es denn? Was? Führ uns dorthin. Wo ist was? Klim. Was denn? Wohin? Ja, du hast gerade B1... Also, weißt du, wo B1 ist? Warte, lass mich was versuchen. Ich hab dir doch gerade erklärt, wo das Gebäude ist. Du sollst jetzt vorgehen, weil du bist der Größte. Du fällst nicht Gebäude auf. Gebäude B1, bitte folgen. Lol, du hast recht. Hat geklappt. Hä? Bitte links. War er schon immer so? Sag mal, Sinus, wo gehen wir eigentlich hin? Wir folgen dir. Warum? Weil du weißt, wo das Gebäude ist. Was für ein Gebäude? Wo wir hin müssen. Ja, da. Nee. Geh zu B1. Gebäude B1, positiv. Okay. Hey, das ist sehr, sehr komisch. Ganz ehrlich, ich kann mir das nicht erklären. Ganz ehrlich. Vielleicht irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er wurde irgendwie operiert und da wurden so mechanische Sachen angebracht. Okay. Wir sind gleich da. Halt an. Ja, oh, was? Wow, ich werde angegriffen. Hey. Zinus, bitte hilf mir. Wo sind wir hier? Ich weiß, du hast uns zum Gebäude geführt. Ich habe niemanden irgendwo hingeführt. So, nimm das. Er hat dich angegriffen, Zinus. Ist alles okay bei dir? Ja, ich habe ihn getötet. Hier rein müssen wir. Was? Wo müssen wir rein? Hier sind Getränke. Ich glaube, das was? Ist es. Was das ist denn los? Warst du schon mal da? Was ist hier los? Hier ein Gegenmittel suchen, Klim. Du hast uns hier reingeführt. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich habe gar keinen geführt. Ja, okay, ich erklär's dir später. Okay. Wir müssen hier reingehen, oder? Es passt auf die Beschreibung der anderen, aber... Es sieht aus, die sehen aus wie Klim. Da kommt einer. Die sehen aus wie Klim. Was, wer sieht aus wie ich? Ja, guck doch, die haben auch solche Teile und Körperteile wie du. Lass sie in Ruhe. Ich kann euch nicht helfen. Da ist noch einer. Attacke! Oh nein, Attacke. Professor. Hier sind noch zwei. Töte sie. Ja, ich hab einen. Warte, ich helf dir. Ja, nice. Ja. Oh, gutes Teamwork. Okay. Da in der Ecke war aber noch einer. Hier.
Er hat uns nicht gesehen. Hi, na? Greif ihn an, los, von hinten. Nice, ich lenke ihn ab. Los, jetzt, finalen Schlag. Mein Schwert ist zu klein. So. Ah. Boah, ich habe ihn mit meinem Rohr richtig ins Übergebracht. Gut, dass Hans Solo mir das gegeben hat. Ja, genau. Okay, hier, Aemon. Aemon und Errol. Nein. Gib uns den Trank. Gebt uns den Trank. Ihr wisst schon welchen. Hallo? Mein Freund ist ja... Wenn ihr uns den Trank nicht gebt, ne? Dann greifen wir euch an. Nein, bitte! Tut uns nichts! Du hast eine Frucht gegessen? Ja? Wir kennen diese Frucht. Wir haben sie entwickelt. Das war nie dafür gedacht, dass sie dieses Gelände verlässt. Gelände, Melende, Pipapo, gibt's eine Heilung? Eine Heilung? Dinos will wieder groß werden? Tatsächlich gibt es eine. Mein Kollege kann dir das Gegengift geben, aber bitte tut uns nichts. Wir haben Familie. Okay, dann lassen wir dich in Ruhe. Ja, aber gebt uns die Sache, sonst hau ich euch mit meinem Rohr. Ja, und was machen die hier? Das ist der Kollege. Hol dir die Heilung ab. Hier. Okay. Gegengift? Ich hab's. Ich nehm's zweimal. Ja, nimm's zweimal mit. Raus. Komm mal her, raus hier. Nimm das. Ist das das? Ja, anscheinend. Wir gehen, ne? Ihr sagt gar keinem, dass wir hier waren. Ansonsten komme ich wieder vorbei und köpf euch beide. Und ich hau danach noch mit dem Rohr drauf. Nee, das macht keinen Sinn. Vorher. Ja. Aha. Die gehören auf jeden Fall. Guck mal, dort oben steht auch nochmal Pateria Lab. Okay, ich glaube, wir gehen hier raus. Ihr sagt gar niemandem was, ne? Gar niemandem. Bitte Meldung erstatten. Hey, was? Was? Nein, was? Hör auf. Was denn? Ey, Clem, warum hast du mit dir los? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was willst du denn von mir? Komm mal hier um die Ecke. Okay. Wir sind hier unsicher. Sollen wir den Trank trinken? Ja, den Trank trinken funktioniert ja, aber den Trank trinken auf jeden Fall. Okay. Das könnte eine Falle sein. Ja, lass es machen. Ich stehe schmiere. Okay. Oh. Was ist passiert? Wir sind wieder groß! Du bist wieder groß! Hat es funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Silas, komm in meine Arme! Hier. Du bist wieder groß. Oh. Juhu. Oh. Okay. Aber. Juhu! Ich bin wieder groß! Ich bin wieder groß! Ich bin wieder groß! Gut raus, wir haben es geschafft! Plan erfolgreich durchgeführt. Ich habe immer noch Angst. Wir sind hier nicht sicher. Ja, wir müssen. Du musst uns reinführen. Wir müssen noch mehr finden. Raus, du musst uns helfen. Gebäudepläne werden heruntergeladen. Bibi. Hä? Hä? Wo? Leute, ich weiß, wo wir lang müssen. So, Leute, das war's mit dieser Folge. Bist du die Abmod oder soll ich sie machen? Mach euch, das ist cool. Okay, 3, 2, 1. So, Leute, das war's mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Checkt auf jeden Fall Niraus aus. Er hat hier die Gastrolle von Raus gespielt. Auf jeden Fall war's ultra nice. Checkt auch Klimiboy ab. Und an der Stelle ein mega großes Dankeschön an das Bauteam von Pateria. Sie haben nämlich diese große Anlage gebaut. Dieses riesige, wie sagt man dem? Diese riesige Gebäude. Ja, Struktur. Ja, genau. Auf der Gebäudekomplex, sowas sagt man. Gebäudekomplex, eine Fabrik sozusagen. Ja. Ne? Mega nice. Und die ist riesig, checkt, ihr habt nicht mal alles gesehen. Es wird in den nächsten Folgen so ausarten, die Storyline wird richtig nice. Ein großes Dankeschön, wenn ihr bei ihnen mal vorbeigucken möchtet, was sie sonst noch so bauen. Unten ist der YouTube-Kanal auch verlinkt und Twitter. Checkt das auf jeden Fall mal aus, lohnt sich, weil die Jungs bauen richtig gut. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut da rein. Woo! Tschüss! Ciao!